Moin am Samstag um 5:30. Eine Mission und zwar Stella. Stella hat kommentiert, sie würde auch gerne so malen können, bliblablo. Speziell für dich, Stella. Hol dir einfach einen 300 Gramm Malblock. Die gibt es bei Action günstig. Bei Acrylfarben würde ich auch drauf achten. Die von Teddy und so für 1 Euro. Einige sind gut, einige schlecht. Da würde ich zum Beispiel bei Amazon, da gibt es auch relativ günstige und du brauchst nicht viele Farben. Wenn du jetzt dieses Bild, was wir jetzt gleich zusammen mal malen werden, das ist dieses hier, mit Klatschen und Wiese, da brauchst du Blau für den Himmel. Am besten, wenn du jetzt nicht viele Blautöne hast, ein Blau, ein richtig dunkles Blau und ein Weiß, kannst du dann dir die Blautöne ja mischen. Kannst auch Gelb und so mit untermischen. Dann brauchst du ein helleres und einen dunkleren Grünton und ein Orange und ein Rot würde ich nehmen und Schwarz kannst du auch einen Filzstift nehmen. Siehst du nachher für den Klatschmohn. Muss ja auch kein Klatschmund reinmachen, kann ja auch eine Gerstenwiese sein oder was weiß ich. Und das war's. Diese einzelnen Abstufungen, was ich jetzt hier habe, das hat sich in den Jahren angesammelt, meine Farben. Und hast ja gesehen, einige sind ja noch zu. Also, ne? Und dann legen wir los. Und dann siehst du, dass du das auch kannst. Acrylpinsel gibt es auch günstig hier, so eine. In so einem Set, da sind Spitzpinsel, Schlepperpinsel für Tannenbäume, sogar Fächerpinsel. Dieser hier für Himmel und Wasser als Grund. Und dann legen wir gleich mal los. Aber erstmal strich ich mein Cover aus. Ich habe hier wieder dieses schlabberige Leinpapier auf Leinen. Das ist praktisch das, was auf Keilrahmen raufgetackert wird. Nur als Block. So, dann habe ich hier mein Wasser, meine Farben. Und ganz oben, da fängst du mit dem dunkelsten Blau an, ohne irgendwie Weiß reinzumischen oder so. Einfach so ein, immer schön so waagerecht, nicht jetzt hier so. Einfach immer so, du kannst auch drüber wieder gehen. Meditatives Pinsel. Schleppen. Rutscht das hier? Ich mache mal meinen Ellenbogen auf den Block. Brauche oben auch nicht so ein ganz breiter Streifen. Also, du kannst das natürlich machen, wie du meinst. Na, warte mal. Das ist auch nicht richtig. Oder ich muss ein Stück weiter so. So, wenn du jetzt keine helleren Blautöne hast, um einen Verlauf zu machen, mischst du dir dein Blau mit Weiß. Du kannst immer verschieden ja, mischen. Ich habe jetzt hier nun schon. So, dann mache ich eine Linie ein bisschen heller, fällt kaum auf. Immer schön auch die Ränder. Bei mir jedenfalls muss das so sein. Schön versmoothen. Wieder einen Ton heller. Oder einen anderen Ton einfach zwischen machen, geht auch. Kannst auch schwarz ganz oben machen. Es geht eigentlich nur um die Farbe erstmal aufzutragen. Das ist schon. Therapie. Bei mir gibt es auch keinen goldenen Schnitt oder so im Bild. Macht das immer alles so Pi mal Auge. Den helleren Blauton, den kann man schon mal so nach oben, dass man nicht so einen kantigen Farbverlauf hat. Wo man merkt, das wird schon ein bisschen stumpf.
kann man ruhig noch wieder ein bisschen Farbe nehmen. Dann bleibt das smooth. Warte mal, wäre ja mal bei Tageslicht. Das haben wir ja schon. Wenn man möchte, kann man da jetzt mit Weiß so Wolken reinmalen, will ich aber nicht. Ich nehme jetzt noch ein ganz helles Blau. Hier einmal. Und mache mir schon mal so eine ziemlich gerade Linie unten. Und gehe aber wieder nach oben. Wie gesagt, bis es mir gefällt. Kann ich das hier oben auch noch ein bisschen reinmachen? Das ist keine Nacht. Und immer dran denken, du kannst machen, was du willst. Es gibt kein richtig und kein falsch. Guck mal, alleine das, warte mal. Finde ich, sieht schon echt toll aus. So, wenn man jetzt nur rein weg nach den Farben geht, so. Gehe ich so mit diesem blau verschmatterten Pinsel in mein Weiß und ziehe hier eine Linie. Und damit geht es wieder nach oben. Ich kann auch noch so ein bisschen mehr nehmen. Ein kleinen Tick Wasser, nicht viel. Schön gleichmäßig im Wasser. Der Pinsel, der gleitet dann so über die Leinwand. Wasser. Wieder nach unten. Nehme ich den hellsten Grünton. Und gehe von unten. Hier unten kann ich schon. So, da kann ich auch noch so ein bisschen mal so vertikal, weil das soll ja die Graswiese sein. Die Graswiese, das soll die Wiese sein oder das Feld, je nachdem. Einmal komplett in ganz hellen Grün. Das geht nachher nur um den Kontrast. Das an die Kante. Da malen wir noch nicht so drüber. Das Gute ist, Acryl verzeiht. Also kannst du immer wieder drüber malen, wenn du da was verkackt hast oder so. Auch gestern war die Frida Kahlo, die ich gemalt habe. So, da habe ich das ganze Gesicht komplett nochmal mit Hautfarbe und hätte das dann nochmal bearbeiten können, aber ich hatte keinen Bock mehr. So, das ist jetzt einmal in Grün grundiert. Das wirkt schon.
Jetzt kommt ein bisschen etwas dunkleres Grün. Und da fange ich auch wieder unten an. Und du siehst, durch die feuchte Farbe hat man so einen schönen Schmauch. Da ist das auch egal, das soll ja jetzt nicht komplett deckend sein, sondern da kann das Helle durchschimmern, soll ja sogar. Ein bisschen dunkler. Auch wieder komplett einmal bis an den Rand. Und auch wenn du das so auf Keilrahmen machst, da brauchst du ja keinen Rahmen oder so. Die kriegst du für 1 Euro. Und die Größe kannst du dir auch aussuchen. Entweder machst du eine Riesenleinwand oder. Und die kosten ja wirklich nichts mehr. Bei Kick oder Teddy. Oder Amazon, da gibt es ja auch einen 5er-Pack. Und wenn es dir nicht gefällt, malst du es über. So, das ist jetzt erstmal unsere Wiese. Mal nochmal so rüber streicheln. Und jetzt nimmst du entweder so einen feineren Pinsel oder hier die Kante von dem Breitpinsel und gehst. Nicht aufdrücken, ganz einmal, so dass du oben hier Grashalme hast. Kannst du anfangen, wo du willst. Wenn es stumpf wird und du merkst, das wird stumpf so, dann nimmst du ein bisschen Wasser. Und dass die Farben hier heller werden, ist gewollt. Erstmal machst du einfach nur so gerade. Dass man jedenfalls hier so unterschiedlich große Spitzen hat. So. Wo du meinst, kannst du noch mal so ein bisschen nacharbeiten. Dass es da noch ein bisschen zu linienhaft ist. Und da kannst du dann auch schon mal so ein bisschen so links, rechts, so ein bisschen nur. Das ist ja jetzt kein Tornado oder Kornkreise. So, so sieht das jetzt aus. Schon wiesig. Dann spüle ich den Pinsel aus und nehme das dunkelste Grün. Das sieht bei mir so aus. Und da gehe ich hier unten wieder längs. Einmal so eine so Pinselbreit mit dem Dunkelgrün. Und streiche das wieder nach oben. Aber nicht, noch nicht hier oben, bei den Grasspitzen, da noch nicht hin, so kurz darunter. Wähle die Gespräche auf mein Bild, hat sie vorhin gemacht.
habe ich mal ordentlich Wasser genommen, weil ich merke, das wird extrem stumpf. Na, extrem nicht, aber. Und du kannst wirklich, also auch bei dieser Leinwand ja so oft drüber gehen, das ist nicht so wie Aquarellpapier, dass das irgendwann anfängt sich zu rollen und zu krümeln und. Und jetzt kannst du schon einmal so nach oben ziehen. Mit der breiten Fläche noch die Farben so verteilen, dass du dann nicht so eine extremen Lücken hast. Hier kann das ruhig so dunkel bleiben. Da. Das stört nicht. Und jetzt nehme ich wieder die Kante vom Pinsel und gehe wieder und mache mir so Grashalme. Einmal so komplett. Auch hier oben so ein bisschen links, ein bisschen rechts. Dass so Licht und Schatten in der Wiese ist. Vielleicht irre die Katze, ne? Wir gehören so. So. Jetzt haben wir hier eine wunderschöne Wiese. Ich drehe gleich mal die Kamera, dass ihr das einmal seht. Aber ich muss, na, was heißt schnell arbeiten? Nein, muss ich nicht schnell. Die Farbe ist aber ja noch feucht. Und da kommt jetzt gleich ein Malmesser zum Einsatz. Wenn du jetzt kein Malmesser hast, dann kannst du auch einen Zahnstocher oder einen Schaschlikspieß nehmen oder, was weiß der Geier, ein Kartoffelschälmesser. Ich nehme ein Malmesser mit viel Katzenhaare dran. Da kannst du dir das aussuchen. Als erstes fange ich mal dünn an. Ich halte mir mein Bild mal ein bisschen fest. Und fängst an so zu stricheln. Ein bisschen kurz, ein bisschen lang. Du siehst nachher, wie du das halten musst, damit Farbe abgeht. Siehst du, da passiert nichts. Ein bisschen schräger halten. Ich habe auch verschiedene Formen von Malmessern, aber ich habe jetzt keine Lust mehr, das zu suchen. Und dann gehst du so, wie du meinst, wie deine Wiese sein soll, oder dein Feld, oder wie auch immer. Siehst du, wenn du jetzt so machst, kurze und längere und hier oben auch. Das kannst du dann die Farbe auch so ein bisschen so am Tellerrand oder irgendwo abwischen. Nicht, dass du auf einmal einen Blob da irgendwo auf dem Bild hast. Auch darauf achten, dass oben in den Spitzen die Farbe so ein bisschen abgenommen wird. Und wie gesagt, es ist kreuz und quer, also nichts irgendwie hier. Und das machst du so lange, bis das dir gefällt, das Bild. Also die Wiese. Wenn du dann meinst, du hast zu viel geschrabt,
kannst auch einen dünnen Pinsel nehmen. Und flickst deine Stellen, die du meinst, die nicht so gut geworden sind, oder hier oben zum Beispiel, so ein paar feinere Halme noch, was du jetzt mit dem Hochziehen alleine nur mit der Farbe eben halt nicht hingekriegt hast, das kriegst du dann mit einem dünnen Pinsel so. So, und dann sieht, ah ja, und was dann wieder zu viel Farbe ist, da gehst du dann mit einem Malmesser oder Zahnstocher und kannst das dann wieder ausbessern. Jetzt Klatschmohn reinmachen willst, hast du hier die Möglichkeit, zum Beispiel ein hell und ein dunkelrot, und gehst mit dem Pinsel in beide Farben rein. Und tupfst dir einfach so, nicht irgendwie nachdenken, also so schon in Form so bleiben, aber nicht Blatt für Blatt. Klatschmohn flattert im Wind und ist lapsch. Da braucht das keine Form. So, wo das Köpfchen ist, also ich sag mal, oder der Blütenstempel, der ist ja so in der Mitte. Bei der Blume ist er zum Beispiel hier. Bei der wäre er hier. Bei der hier und bei der hier. So, das kann man sich dann schon so ausdenken. Einfach so. Zum hinten hin wird es ein bisschen kleiner. Die sind ja ein bisschen weiter weg. Die können auch ein bisschen heller werden. Hier sind dann so eine kleinen, noch geschlossenen, mal so eine, zwei neben. Hier kann man auch so eine halbe, die jetzt im Gras ist, dass da nur so ein Blatt rausguckt. So hinmalen. So. Mehr will ich da gar nicht hinmalen. Das lasse ich ein bisschen antrocknen. Klatschmohn, dieser schlichte türkische Mohn, hat in der Mitte ja so einen schwarzen Pops. Dann nehme ich einen ganz feinen Pinsel, und wie die Richtung von den Blumen ist, hatte ich ja eben gesagt, so mache ich so ein bisschen so mit Wasser, so deute ich das so ein bisschen an. Dann sieht jeder eigentlich auch, dass das Klatschmohn ist. Nur ganz bisschen. Einige vielleicht auch gar nicht, aber bei mir haben sie alle irgendwie einen Bubbel. Wenn du willst, kannst du da auch Gänseblümchen oder was noch zwischensetzen. Aber fertig ist das Bild. Du kannst jetzt natürlich noch sagen, okay, du nimmst noch mal ein bisschen Grün und machst hier vielleicht so vereinzelt nochmal zu den Klatschmohn so einen grünen Stängel, dass du dann, ne?
Muss aber nicht. Alles kann, nichts muss. Gefällt mir zum Beispiel nicht so. Also mach sie wieder weg. So. Dear Stella. Et voilà. Und das kannst du auch. Und das können auch alle anderen.